Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einem Patchnote-Video. Heute wurde der Patch 1.07 für alle Plattformen released. Dieser Patch ist für den PC 1,1 GB groß und an einigen Sachen wurde gearbeitet. Fangen wir mit dem Allerwichtigsten an. Die portugiesische Strecke Autódromo Internacional do Algarve wurde zu den Modi Zeitfahren, Grand Prix und Multiplayer hinzugefügt, jedoch nicht für die Karriere. Weiter geht's mit dem Abschnitt Karriere. Der Bug beim Wiedereinstieg in eine Zweispieler-Karriere nach einer Verbindungsunterbrechung wurde entfernt. Weiterhin gibt es eine verbesserte Balance des Schwierigkeitsgrads der Trainingsprogramme. Das Problem, bei dem Spieler nach dem Hinzufügen einer Trophäe in der Superlizenz stecken bleiben konnten, ist auch gelöst worden. Springen wir zum Zeitfahren-Modus. Zeiten im Zeitfahren-Modus, die schneller als 1 Minute 27 für Abu Dhabi sind, können jetzt in der Zeitfahrbestenliste angezeigt werden. Es gab den Bug, bei dem Zeiten im Time Trial auf der nassen Bestenliste angezeigt werden konnten, diese fummeln aber im Trockenen. Ab in Richtung Hardware, Steuerung und Handling. Es gibt für die Spieler eine Verfeinerung der Gaspedal-Reaktionszeit. Frontflügelschäden haben nun einen größeren Einfluss auf das Handling und die Rundenzeiten. Ab sofort gibt es ein verbessertes Trigger-Feedback bei Verwendung eines Xbox Series Controllers auf dem PC. Auch die Reifentemperaturen, die beim Start der Einführungsrunde sehr hoch waren, gehören der Vergangenheit an. Zum Schluss noch Grafik und Sonstiges. Ein grafisches Problem bei der hinteren Aufhängung des Red Bulls wurde behoben und der Detailgrad der Supercar-Innenräume in der Cockpitkamera wurde auch korrigiert. Es gibt noch allgemeine Stabilitätsverbesserungen und verschiedene kleinere Korrekturen. Ich hoffe, dass ihr jetzt einen Überblick habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne den Kanal supporten, ihr wisst ja wie. Und dann sehen wir uns am Donnerstag zu einem neuen Video wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.